Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Folge Clash Royale. Eigentlich war für heute Clash of Clans geplant, aber wie ihr sicher schon im Titel gesehen habt, gibt es jetzt für Clash Royale das neue Update und da möchte ich heute einfach mal drauf eingehen. Es gibt einige neue Karten und auch neue Funktionen, die für mich bisher eigentlich alle nur gut sind. Ich habe jetzt noch nichts Negatives entdeckt. Wir fangen direkt mal an. Und nicht wundern, dass meine Stimme heute ein bisschen komisch ist, falls man das überhaupt hört. Ich bin ein bisschen erkältet. Und wir fangen direkt mal an. Es gibt neue Karten. Einmal die gewöhnliche Karte, die Feuergeister gibt es jetzt. Dann gibt es eine neue seltene Karte, das ist der Ofen. Eine neue epische Karte, das ist der Wächter. Und neue legendäre Karten, Lavahund, Mineur und Funky. Ich kann mal gucken, vielleicht können wir uns ein paar von denen mal angucken. Hier haben wir einmal die Feuergeister. Man sieht das jetzt nicht so richtig, aber das sind drei Geister. Die fliegen dann eben über das Spielfeld und schlagen dann ein. Das sind solche Kamikaze-Flieger sozusagen. Dann haben wir den Ofen. Der Ofen, der produziert eben diese Feuergeister, immer zwei Stück. Und dann gibt es eben noch die epische Karte und die legendären. Aber die kann ich euch jetzt ja nicht zeigen. Dann machen wir direkt mal weiter. Gold. Also man erhält jetzt immer Gold für jeden Sieg. Und selbst wenn die Thronplätze voll sind, also man kriegt das immer direkt, wenn man gewonnen hat, kriegt man ein bisschen Gold. In der Kronentruhe ist jetzt der doppelte Inhalt drinne. Und man kann jetzt doppelt so schnell die Super-Magietruhe bekommen. Und bei Riesentruhe und Magietruhe, die bekommt man jetzt auch öfter. Man kann spenden und anfragen. Die nehmen in höheren Arenen dann zu. Und im Kartenshop, den zeige ich euch auch einmal kurz, legendäre Karten können erscheinen, wenn man die 8. Arena erreicht hat. Die kommen dann manchmal kann man sie dann kaufen, das ist aber relativ selten. Und ihr seht hier schon das neue Design. Das finde ich richtig cool, dass es jetzt so gemacht wurde. Man kann jetzt auch hier immer direkt 100 Karten kaufen. Das finde ich auch richtig gut. Dann machen wir mal weiter. Beim Zuschauen kann man jetzt TV Royal, das zeige ich euch auch einmal kurz. Man kann jetzt zwischen den Arenen umher switchen. Hier zum Beispiel jetzt einmal Arena 4, Arena 5, Arena 6 und das geht eben bis Arena 8. Man kann sich jetzt das aus verschiedenen Arenen angucken. Nicht, dass ihr euch wundert, ich bin Arena 4, ich bin ein bisschen runtergegangen in letzter Zeit. Es liegt zum einen an dem neuen Deck, weil ich damit nicht so gut bin, aber ich möchte versuchen, damit trotzdem gut zu werden. Und zum anderen, weil ich mal ein bisschen runtergehen wollte. Die Kartenbalance, es gibt jetzt, also die Karten wurden jetzt mehr ausgewogen wieder, da gab es wahrscheinlich noch ein paar Probleme. Es gibt jetzt auch ein paar neue Höchstlevel, das könnt ihr euch auch selber einmal angucken. Falls ich irgendwas vergesse, bringe ich das entweder noch im nächsten Video, oder ihr könnt euch mich mal darauf hinweisen in den Kommentaren, dann kann ich das vielleicht auch nochmal sagen. Balance habe ich schon gesagt. Und dann wollte ich euch noch ein paar Sachen zeigen. So, und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt auch nochmal den Angriff von Julien an, weil der Gegner hier doch recht viele neue Karten hatte. Und deswegen wollte ich euch das einfach mal zeigen, diesen Angriff hier. Ganz links seht ihr schon mal den Wächter, aber ihr müsst natürlich beim oberen Gegner gucken. Ich denke mal, der hat sich das gejammt, weil ich bin mir nicht sicher, ob man das so schnell bekommen kann alles. Er wird jetzt, glaube ich, einmal die Kleinen setzen, die Feuergeister, ja, und jetzt die Wächter. Die sind meiner Meinung nach auch relativ gut. Der Minenwerfer da unten ist jetzt natürlich nicht so cool. Und dieses Ding da, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das heißt, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Das finde ich eben richtig cool, weil das so richtig viel Damage macht. Und es braucht natürlich immer ein bisschen, um sich hinzustellen ordentlich, aber dann trifft es auch wirklich gut.
Ihr seht nochmal den Lava-Hund davor. So, macht er das Wut drauf und das geht dann doch richtig schnell. Gucken wir, wie viel Damage der macht. Die Lava-Pups teilen sich auch nochmal auf. So, und da hat er den Tower auch schon fast down. Hat noch 33 Leben. Jetzt kann er sich eigentlich schon auf den anderen konzentrieren. So, der Schweinereiter kommt jetzt natürlich einigermaßen gut durch. Er zappt auch nochmal. So, und jetzt kommt wieder dieses Teufelsgefährt. Und der Lava-Hund dazu, das scheint eine ganz gute Kombo zu sein. Natürlich, er hält jetzt nicht so viel aus, aber dafür macht er wirklich viel Schaden. Das finde ich richtig gut. Also, wenn ich den hätte, den würde ich definitiv auch sofort nutzen. Da hat er den Tower auch schon. Ich glaube, den kriegt er jetzt auch. Ja, der Tower ist auch down. Da oben kommen nochmal die Wächter angelaufen. Da nochmal der Lava-Hund. Und guck mal, der Schweinereiter ist fast One-Hit tot. Also so viel Schaden wie der macht. Das hätte ich auch gerne. So, da ist er auch schon gut an seinem Tower dran. Die Wächter machen anscheinend auch richtig viel Schaden. Oder geht nur gegen Gebäude. Und dann ist da auch noch immer diese Einheit, die scheint sich so unten durchzubuddeln oder so. Ich weiß gar nicht genau, welche das ist, wie die heißt. Das könnt ihr mir auch nochmal in die Kommentare schreiben, man hat es ja im Video gesehen. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Oder übermorgen. Mal gucken, was ich da bringe. Und bis dahin, tschüss.